I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. Hättest du gedacht, dass all diese Fotos mit nur natürlichem Licht entstanden sind? Ich zeige dir in diesem Video, was ich hier gemacht habe, beziehungsweise wie ich das Licht unterschiedlich eingesetzt habe und all diese Fotos in nur einer Stunde gemacht habe, mit nur natürlichem Licht und immer dem gleichen Kleid. Lass uns jetzt mal reinschauen, wie das alles entstanden ist. Ich bin gespannt, wie dir das Video gefällt und was für Tipps du heute mitnehmen wirst. Für das heutige Fotoshooting habe ich tatsächlich mit mehreren Linsen gearbeitet, aber keine Angst. Ich habe jetzt hier nicht mit 10 verschiedenen geshootet, sondern einmal mit dem 35mm an meiner Vollformatkamera und einmal mit der 85er Linse. Und das ist eben super, super spannend, weil hier haben wir nämlich zwei Linsen, die vom Look her sozusagen sehr unterschiedlich sind. Beim 35er sind wir ja im Weitwinkelbereich sozusagen, während wir bei 85er schon eher natürlich im Telebereich sind. Wenn man jetzt an einer Vollformatkamera bzw. an einer Kamera mit Vollformatsensor arbeitet, also diese Kombination. Und das ist eben halt spannend, weil da ist mir heute mal wieder aufgefallen, wie unterschiedlich man natürlich auch aussehen kann, wenn ich jetzt eben mit einem 35mm Objektiv mich ablichte oder eben mit einem 85mm Objektiv. Also das macht nämlich ganz, ganz viel aus, wenn es nämlich um Gesichtsproportionen geht, wie auch natürlich Hintergrund und natürlich auch, wie dann alles so ein bisschen verzerrt wird möglicherweise. Sehr, sehr spannend, aber das ist natürlich jetzt nicht das Key-Thema heute. Heute möchte ich dir eher viel mehr zeigen, wie ich eben diese Fotos angefertigt habe. Und das war jetzt nur so eine Randinfo, die aber natürlich sehr, sehr spannend ist für dich. Und gerne kann ich dann auch nochmal ein extra Video machen und verschiedene Brennweiten erklären. Dann lass es mich unten einfach wissen im Kommentarfeld, wenn du das interessant fändest, dann kann ich das extra anfertigen. Lass uns jetzt mal lieber schauen, wie das Licht heute sozusagen gesetzt wurde, damit die Fotos alleine unterschiedlich wirken, weil das Licht auf ganz verschiedene Art und Weise eingesetzt wurde. Und das ist nämlich mega, mega spannend, wie du gleich sehen wirst. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please now. Eine lustige Geschichte zu diesem Spitzenkleid. Mit diesem Spitzenkleid habe ich auch mal Christina Raffaela Dier geshootet, beziehungsweise jetzt heißt sie Christina Raffaela Ginter. Und das war eben auch so ein ganz, ganz cooles Shooting. Damals habe ich mit meinem Ringlicht vor allem aufgehellt. Das ist eben auch spannend, einfach so ein Kleidungsstück tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich zu stylen und unterschiedlich abzulichten sozusagen. Also damals habe ich ja mit Kunstlicht gearbeitet, dann wirkte das Kleid nochmal so ein bisschen anders tatsächlich auch so, die Struktur und so weiter. Und heute beim Self-Portrait-Shooting habe ich ja nur mit natürlichem Licht gearbeitet. Mich würde es jetzt mal interessieren, wie dir das heutige Video gefallen hat. Lass es mich unten gerne im Kommentarfeld wissen und denk auch dran, mich gerne zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und außerdem kannst du unten ins Kommentarfeld auch weitere Videowünsche schreiben
und vor allem auch mit was für einer Brennweite du persönlich gerne shootest. Was mich natürlich auch interessiert, ist Folgendes. Mit was für einer Kamera fotografierst du? Schreib das gerne auch unten ins Kommentarfeld. Dann können wir uns da so ein bisschen austauschen. Ich shoote ja immer noch mit einer Oldschool-Spiegelreflex, wie man fast schon sagen kann, weil ich kenne in meinem Umfeld keine Leute mehr, die tatsächlich noch mit einer Spiegelreflex fotografieren. So, die meisten haben spiegellos oder Systemkameras, aber mit einer Spiegelreflex kenne ich niemanden. Vielleicht gehörst du ja auch noch dazu. Klasse, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst. Es freut mich natürlich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben könntest oder sogar einen Kommentar da lässt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Deine Christina Key, deine Expertin für die kreative Porträtfotografie vor und hinter der Kamera. Bis zum nächsten Mal. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though.